Einen wunderschönen guten, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, ich bin mittlerweile Level 40, wie ihr seht, und kurz zur Info, weiter geht es auch nicht. Also 40 ist das Maximum, was ihr mit eurem Charakter erreichen könnt, und also der Balken da oben rechts in der Ecke läuft natürlich trotzdem weiter, aber ihr erhaltet ab Level 40 nur noch Ability-Punkte für eure vollen Balken. Meine Karte, Freunde, sieht folgendermaßen aus. Ich habe in den letzten Tagen alles aufgedeckt, was man nur aufdecken kann. Ich mache mal eben ganz kurz groß, damit ihr es seht. So, die beiden Seen hier oben, dann hier, das der ganze Scheiß und hier und da und bla bla bla. Alle Nebenmissionen, sprich, das hier, die Lager, die Verstecke, die Nester oder die, was weiß ich, die ganzen Tierverstecke, die Schätze. Oh Gott, was noch alles. Die Aussichtspunkte sind auch alle da. Also alles, was es in diesem Spiel an Nebenaufgaben mal gegeben hat. Oder auch hier die ganzen Papyras, die antiken Tafeln, ich weiß gar nicht noch was alles. Also auf jeden Fall alles, was es hier zu machen gilt an Nebenquests, habe ich erledigt. Es mag sein, dass ich hier beim Durchfliegen noch ein, zwei Sachen sehe. Vielleicht ein Fragezeichen, was ich übersehen habe. Keine Ahnung. Möglich. Aber ich bin jetzt, glaube ich, dreimal durch die Welt hier gekurvt mit meinem Cursor. Und ich habe wirklich nichts mehr gefunden. Es ist wirklich alles soweit erledigt. Mein Uplay sagt, wenn ich das Spiel starten möchte, ich habe 75% des Spiels bereits abgeschlossen. Ich habe knapp 45 Stunden gespielt und ich weiß gar nicht, wie viele Leute getötet und Schritte zurückgelegt. Ich habe echt keinen Plan. Auf jeden Fall, alles, was es hier zu tun gibt an Nebenaufgaben, ist durch. Ihr seht das auch hier, wenn ihr mal auf eure Fähigkeiten geht. Hier oben 58 von 58 Synchronisationspunkten habe ich erledigt. So, ich habe aber immer noch was zu tun, und zwar zwei Nebenquests, Dämonen in der Wüste und die Beute der Phylakes. Ich habe auf meinem Weg durch die Welt hier alle 10, nee, waren es 10? Ich glaube, es waren 8. 8 oder 10, keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall ein paar Phylakes getötet. Ein paar davon, natürlich die letzten, waren Level 40, die waren nicht so einfach, aber gut. Ihr seht hier 111 abgeschlossene Quests, ob jetzt Neben- oder Voll- oder Hauptquests waren, scheißegal. So, die beiden Nebenaufgaben möchte ich mit euch noch zusammen machen, weil die relativ groß sind, schätze ich mal. Und ich habe noch gesehen, dass ich im Inventar ja die ganzen Papyris habe. Und das sind Sachen, die ich auch noch machen muss. Ich werde euch natürlich dann zeigen, wo sich diese... boah, mein Telefon kotzt mir gerade. Ah, egal. Ich werde euch zeigen, wo es die zu finden gibt. Und ja, kurz zu meiner Ausrüstung. Ich habe natürlich bei der Herstellung und bei den Sachen, die ich anlegen kann, komplett alles auf Maximum. Am Ende waren es dann ja Löwenfelle, was weiß ich, Rehfelle, Krokodilhäute und kein Plan, was ich da alles gesammelt habe. Und es ist, wie gesagt, ganz easy. Semu schaltet ihr in den L2-Modus und dann seht ihr hier, wo sich gerade hier irgend so ein Viech befindet. Da lauft ihr hin, macht's kaputt, sammelt eine Haut ein und fertig. Am Ende ist es relativ easy. Ich weiß gar nicht, was hier noch alles gemacht werden musste. Auf jeden Fall brauchtet ihr auch nachher diese komischen Kristalle hier. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Warte mal. Wo sind die Dinger? Ne, Inventar. Diese Teile hier. Kohlenstoffkristalle, genau. Ich habe jetzt immer noch 62 Felle, respektive Bronze und Holz und Leder und was weiß ich. Wenn ihr an Bronze, Eisen und Holz knapp werdet, macht's wie ich. Geht in eure Ausrüstung, schaut euch an, was ihr hier alles habt. Und schaut mal hier, was ich hier alles auf meinem Weg gesammelt habe. Und wenn ihr zum Beispiel einen Bogen zerlegt, dann bekommt ihr Holz. Ich mach das mal eben. Also ihr klickt einen Bogen an, drückt die Viereck-Taste und dann zerlegt es sich. Und ihr seht hier, ich habe 6-mal Holz gesammelt. Dasselbe gilt auch hier für die Nahkampfwaffen. Da bekommen wir Eisen oder Bronze. Ich zeige euch das mal nochmal eben.
Jetzt haben wir, genau, Eisen und Bronze bekommen, das ist auch, ja, das ist nicht immer der Fall. Manchmal bekommt ihr ein oder, also entweder Silber oder, Silber sage ich, Eisen oder Bronze oder beides zusammen, wie auch immer. Das ist die einfachste Möglichkeit, hier an diese Rohstoffe zu kommen. Und das Einzige, wofür ihr wirklich was tun müsst, ist, sind die Häute. Und das war's. Reittiere habe ich jetzt ein paar, die habe ich einfach so bekommen, questmäßig. Monturen habe ich ein paar gesammelt und ich fand das hier eigentlich am coolsten, wobei das hier auch richtig geil ist. Guck mal, wie der jetzt aussieht. So ein Tron-Halo-Verschnitt, richtig geil. Ja, und ich habe mir sagen lassen, für die ganzen Papyras bekomme ich jeweils ein Ability-Punkt. Also ich werde natürlich nicht alle brauchen. Ihr seht hier, ich habe nur noch diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Beziehungsweise hier 7. 7 Stück, die ich noch machen muss. Von daher... Ich weiß gar nicht, wie viele sind. Was habe ich jetzt? Ich habe einen, also 2, 5, 7, 10, 12, 13... 15 und 5, 16. Und wie viele Papyrus haben wir? Ja, auf jeden Fall mehr als 16. Okay, 5 mal 5 sind 25. Aber ich zeige euch trotzdem alle, natürlich. So, habe ich jetzt alles erwähnt, was ich erwähnen wollte? Ich glaube schon, ne? Ja, Karte ist aufgedeckt. Ziele sind auch klar. Achso, Schakal und Skorpion sind die letzten beiden. Quests sind wir gewesen. Ausrüstung habe ich euch auch gezeigt. Fähigkeiten kann ich gerade noch nichts machen, meine ich. Irgendwas für einen? Nee, ich kann nichts machen. Und Inventar ist auch klar. So, falls ich was vergessen haben sollte, fällt es mir bestimmt auf den Weg ein. Dann wollen wir jetzt mal mit dem Wahnsinnigen sprechen. Und die Dämonen in der Wüste jagen. Das sind noch zwei kleine Nebenaufgaben. Was ist klein? Also ich denke mal, dass die etwas größer sind, länger sind. Oh, da vorne ist jemand getötet worden. Dann ist hier ein Lager. Jawohl, so ist es. Aber das habe ich, glaube ich, schon gemacht, ne? Jo. Habe ich. Also alle diese Lager, wo ich mich anfangs nicht hingetraut habe, wo es diese Totenköpfe über den Köpfen von den jeweiligen Protagonisten gab, habe ich jetzt alle erledigt. Jetzt mit Stufe 40 ist das alles kein Thema gewesen. Alle sind verschwunden. Die Monster entführten sie bei der Feldarbeit. Götter! Rettet uns! Oh. Was ist geschehen? Wir wurden von Dämonen angegriffen! Sie haben den Jungen! Welchen Jungen? Warum hat sie niemand aufgehalten? Ich wollte... Aber ich bin nur ein Bauer, kein Krieger. Der Junge war verrückt. Er dachte, er könnte gegen die Dämonen kämpfen. Er ist nur ein Junge am zerstörten Turm. Ich lief weg. Ich bin... Ein zerstörter Turm. Okay, zerstörter Turm. Da ist er ja. Ach du Scheiße. Die Bestien Stufe 39. 20 Ellen hoch. So, und ich habe mich übrigens dazu entschieden, bei meiner Ausrüstung, das hier zu verwenden, die Schneider-Axt. Das ist die geilste Waffe, die ich ever in meinen Händen hatte. Und das hier ist für, ja, so eine Kurzhandwaffe, glaube ich. Da bekomme ich Gesundheit beim Töten zurück. Und hier, ey, das Ding ist Monster. Wirklich, richtig krass. Ich riss das mal aus. Denn wenn man... Das muss der zerstörte Turm sein, den der Verrückte... ...das lange gedrückt hält, dann gibt es eine Combo. Yeah. Ihr seht? Zack, zack. Das ist richtig geil. Richtig geil. So, du als nächstes. Zack. Na los. Zack. Also das Ding, das Teil ist richtig Sahne. Junge, was machst du alleine hier draußen? Das geht dich gar nichts an. Was will denn ein Beschützer hier? Es gibt Gerüchte über verschwundene Dorfbewohner, Dämonen und einen vermissten Jungen. Unser Dorf ist nicht verschwunden. Wir wurden von Banditen entführt. Nur ich bin noch übrig. Aber ich gehe zurück und rette meinen Vater. Wenn du alleine in die Wüste gehst, wirst du sterben. Dann sterbe ich. Was soll ich denn sonst tun? Du bist tapfer, aber töricht. Dein Vater würde sicher wollen, dass du lebst. Ich lass dich nicht alleine gehen. Komm mit, wenn du willst. Ich muss meinen Vater retten. Du bist nur ein Junge, doch du hast die Entschlossenheit eines Mannes. Dein Vater wäre stolz.
Beeilen wir uns. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich es hasse, jemandem zu folgen. Folge mir. Dein Vater! Bist du sicher, dass er lebt? Nein, aber ich muss es versuchen. Meine Mutter starb vor vielen Fluten. Ich erinnere mich nicht an sie. Mein Vater zog mich alleine groß. Ein Sandsturm! Wir müssen geradewegs da durch! Ich habe keine Zeit, um zu warten. Ich muss ihm sein Pferd bringen. Tot oder lebendig, er wird es im Jenseits brauchen. Wenn er lebt, dann rette ich ihn. Wenn nicht, dann ehre ich ihn durch meinen Tod. Dann reiten wir gemeinsam durch die Gefilde der Binsen. Was erwartet uns jetzt hier? Killt sowas von Ass. Gehen wir weiter. Nehmen wir jetzt mal die Kurzhandschwerter. Junge, ja, du musst hierbleiben. Der Weg ist zu gefährlich. Ich werde tun, was ich kann, um deinen Vater zu retten. Meinen Vater zu retten ist meine Pflicht, nicht deine. Und ich bin kein Junge. Ich bin Raotep von Dionysios. Ich gehe. Ich bin Bayek von Siva und ich bringe dich nicht in Gefahr. Das mache ich selbst. Du bringst mich nicht in Gefahr. Verflucht, Raotep. Ich hätte dich festbinden sollen. Also wenn ihr bei irgendwelchen... Wir haben uns erst kennengelernt. Nebenaufgaben. Doch bin ich immer ehrlich zu dir gewesen. Ich werde meinen Vater retten. Du bist zu nichts verpflichtet. Und du kannst mir überhaupt nichts verbieten. Ich bin nicht dein Sohn. Du bist nicht der Einzige, der Pflichten hat. Ich bin ein Magi. Und meine Pflicht ist, andere zu schützen. Magi? Die gibt es doch gar nicht mehr. Nur Philakes, die Dörfer plündern und Mütter ermorden. Die Beschützer sind korrupt. Wir brauchen neue Magi. Neue Beschützer. Das Volk und die Magi müssen zusammenstehen, Raotep. Ja, also wenn ihr aber irgendwelchen Nebenquests... ganz schwierig waren diese antiken nicht. Tafeln. Ist die Göttin die Antwort? Wenn ihr da Probleme Kleopatra? Habt... Das kann ich nicht sagen. Dann schreibt mir. Einer muss die Aufgabe der Magi erfüllen. Die Ehre und Ägypten gehen beide vor die Hunde. Ich werde Kinder haben und sie erziehen, damit die Ehre in ihnen weiterlebt. Hier drüben. Vorsicht. Wir sind beim Banditenlager. Ihre Wachen sehen uns noch. So, und jetzt? So. Also, wenn ihr, wie gesagt, bei diesen Tafeln Probleme habt, wo sich die befinden, dann sagt mir Bescheid. Mein Sohn war wie du. Auch er kämpfte den Kampf eines Mannes und starb dabei. Bleib bitte versteckt. Nun gut, Bayek. Diesmal werde ich auf dich hören. Aber wenn du fällst, nehme ich deinen Platz ein. Siehst du den Wachturm dort? Von Zeit zu Zeit verlassen die Wachen ihre Posten, um zu pissen. Dann können wir durch. Du hast einen Sinn für Strategie. Dein Vater muss stolz auf dich sein. Nun bleib im Schatten und warte. Okay, da oben, ihr seht diesen. Das habe ich schon gemacht. Was? Oh, diese Zone hast du mich nicht gesehen, Freund. Oh, Scheiße, jetzt kommt dann auch runter, ey. Hoppala. Pass auf! Hier stimmt was nicht. Guten Tag! Verstanden. Ich bin auf der Hut. Ach, schade, ich habe dieses Kettenattentat. Ich versuch's nochmal. Hey! Und zack. Das ist richtig geil. Das bekommt ihr bei euren Fähigkeiten. Kettenattentat. So, da sind meine Gefangenen. Ich mach's wie immer. Ich schleiche jetzt hier nicht groß rum, sondern mich statt Volk von hinten auf. Weil ich fühle mich dazu einfach stark genug. Ihr seht jetzt rechts oben, der Balken füllt sich weiter. Ich töte dich. Halt dein Schnauzen. 7000. Ich glaube, ich habe einmal... Jetzt kann ich auch einen Kettenwurf machen. Genau so ist es. Ich habe einmal
mit meiner Axt über 11.000 gemacht. Da war ich richtig baff, was das Ding kann. So, warte mal. Ah, hab ich gesehen. Kommst du nicht. Da bist du. Ja, da bin ich. Auf hey, geht's. Guten Tag. Zang. So, du hast nichts gesehen? Ja, finde ich gut. Und tschüss. Wüstenwasserfall-Versteck. Guten Tag zusammen. Wir müssen das Gebiet verlassen. Schnell, hier entlang. Da drüben stehen Pferde. Beeilung, weg hier. Was, da stehen Pferde? Wo denn? Wo wollten die hin? Ist doch nichts. Ach, da oben. Ah, okay. Guten Tag. Und tschüss. Da ist hier noch jemand. Aber sieht nicht so aus. Und wo sind jetzt hier Pferde, Freunde? Ja, nun, kommt schon. Rahotep, du lebst! So, das skippe ich jetzt mal. Sind wir bereit? Wir sind bereit seit dem Tag, als diese Dämonen uns angriffen. Wir reiten, um meinen Vater zu retten. Möge Amun mit... Dreimal Schwan, danke. So, Schlachthof, klingt ja interessant. Was? Ja, schönen guten Tag, ich mache euch vom Pferd aus fertig. Hallo, wo bist du? Da bist du. Und tschüss. Boah, 3000. So, hallo, ihr Lieben. Oh, das wollte ich. Oh, ich brenne, verdammt. Ah, ich brenne. Ja. Oh, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Aber dich da will ich. Wer ist da? Was geht hier vor? Bitte, nicht noch mehr. Wer bist du? Hallo, kannst du mal... Warum bist du hier? Dankeschön. Ein Freund. Kannst du gehen? Wir müssen dich hier rausbringen. Ich glaube nicht. Ich sehe nichts. Sie haben mich gefoltert und geblendet. Es gibt einen Dock vor dem Lager, da ist es sicher. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass das mit Dämonen wirklich irgendwas Cooles gemeint ist. Irgend so ein Riesenvieh oder so. Keine Ahnung, aber... Habe ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Aber gut. Kannst du machen nix, kannst du nur gucken zu. Vater, du lebst! Viel Glück bei der Jagd, Magi. Das ist es jetzt echt gewesen. Das fand ich jetzt ein bisschen lahm. Okay. Die Beute der Phylakes. Kriege ich jetzt leider nicht mehr auf diesen Part. Aber auf jeden Fall das nächste Mal. So, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz die Karte ab. Ob es nicht doch noch irgendwo was gibt, was ich eventuell vergessen habe. So. Ach ja, diese Elefantendinger waren auch richtig krass. Da ist man in so einer Arena drin, ihr seht das hier, in so einem eingefärchten Bereich mit, also da kommt man auch nicht raus, wenn man einmal drin ist. Und dann kommt so ein Elefantenvieh auf euch zu, teilweise richtig stark, also Level 40 oder so, und macht euch richtig fertig, aber am Ende ist man so trainiert, dass man das relativ easy hinkriegt. So, in Siva ist alles durch. Dann gucken wir mal weiter. Grüne Berge. Da ist auch alles erledigt. Jawohl. Ja, sieht gut aus. Ja gut, in die Arena könnten wir nochmal. Das war echt cool. Aber mache ich jetzt nicht. Hier ist auch alles erledigt. Alle Schätze. Alle Punkte. So, hier oben Alexandria. Auch alles durch. Nee, ist gar nicht. Doch, ist wohl Alexandria, richtig, ja. Hier diese, hier gab's noch, ja, hier gab's richtig viele Fragezeichen, ihr seht das hier. Hier gibt's so viele Orte zum Ausruhen und Tierverstecke und Schätze und Lager. Und hier ist oben auch noch so ein komischer Elefantenvieh.
Ja, aber hier ist auch alles durch Papyrus gesammelt. Die Pyramiden waren richtig geil. In jeder Pyramide gab es eine Tafel. Und also die Pyramiden sind von innen auf jeden Fall richtig interessant aufgebaut. Alles voller Spinnweben, mit einer Fackel da durchrennen. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber es war auch nicht einfach, denn die Wege zu diesen Tafeln, die sind manchmal echt verwirrend. Und wenn man hier in diesen Pyramiden drin ist, dann gibt es auch noch so einen Mechanismus, der einen so ein bisschen was über die Geschichte erzählt. Wie auch immer. War das hier drin? Ich weiß es gar nicht. Nee, irgendwo gab es auf jeden Fall auch einen Mechanismus, den ich aktivieren konnte. So, was haben wir denn hier? Ja, wo sind wir hier eigentlich? In Memphis. Da ist auch alles erledigt. Ich habe auch mal die ganzen Wasserstellen hier abgesucht. Da waren auch noch ein paar Fragezeichen. Aber die sind auch... Ah, guck mal! Da ist noch eins. Siehst du? Obwohl ich mir das so oft angeschaut habe hier, habe ich echt noch eins gefunden. Was ist denn hier in der Nähe? Na hier, das Dorf, ne? Machen wir das mal eben. Das Fragezeichen schnappe ich mir noch. Ich will mir ja nicht sagen lassen, ich hätte nicht 100% hier geholt, ne? Das geht ja nun mal gar nicht. Also guckt euch wirklich, auch wenn ihr es fertig habt, auch wenn ihr 3-4 Mal geschaut habt, einfach nochmal drüber gucken. Am besten wirklich Gebiet für Gebiet oder macht oder zieht einen Kreis oder und schnürt den Kreis enger oder wie auch immer ihr es macht. Es macht auf jeden Fall Sinn, denn ihr vergesst immer irgendwas. So, da reite ich aber hin. Mit meinem geilen Tron-Outfit. Das hier finde ich eh das coolste Gebiet. Das liegt so ein bisschen, ja, so ein bisschen, weiß ich nicht, so hier in den Felsen. Dann hier unten ist das Meer. Das ist schon cool gemacht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es hier noch gibt. Ein Lager, ja, weiß nicht. Könnte es sein. Ich vermute aber eher, dass es irgend so ein Tierversteck ist. Na, wir schauen mal. Bist du ein Gegner? Jo! War's dein Gegner? Oh, guck mal hier, noch mehr. Du hättest nicht herkommen sollen. Warum nicht? Und tschüss. So, ah, das ist ein Lager. Okay. Ich sehe schon die roten Fahnen. Level 24, na gut, dann würde ich ja... Ne, komm, lassen wir mal anders. Sag. So, was muss ich hier machen? Wahrscheinlich Schatz plündern und Hauptmann töten, ne? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Jawohl, so ist es. Siva, sag mal was. Da sind die ganzen... Ach du Scheiße, Krokodile auch noch. Oh Gott, ich hasse Krokodile. Schatz, Schatz, wo? Schatz, da oben. Hauptmann auch. Trifft sich gut. Geh ich direkt mal hin. Zwei Fliegen, eine Klappe. So. Ah, den kann ich anjumpen von oben. Herrlich. Na komm. Na komm. Und tschüss. So, Schatz ist hier. Thema durch. Ort abgeschlossen. So. Ganz schnell verpissen. Hab mich nicht gesehen. Okay. So. Weiter geht's. So, hier unten ist, glaube ich, alles durch. Memphis. Krokodilopolis ist auch soweit alles erledigt. Oh, wenn ihr, Leute, wenn ihr was seht, schreibt es mir in die Kommentare. Es kann sein, dass ich irgendwas hier nicht gesehen habe. Vor allem hier auf diesem, in diesem Wüstengebiet. Das hier unten war ganz cool. Da ist zum Beispiel so ein Mechanismus, den ich aktivieren musste. Und hier ist auch einer. Nee, das ist eine Tafel. Und hier in diesen weißen, hellgelben Gebieten, da war es nicht so einfach, die Fragezeichen zu sehen, ganz ehrlich. Aber gut. So, hier waren auch nochmal Tafeln und Mechanismen. Okay, hier oben, da war, was war hier? Ein Ort zum Ausruhen, glaube ich, jawohl. Und hier ist wieder Siva, okay. So, hier alles. Da war ein Sternkreis. Ja, klar, die habe ich auch alle gefunden. Hier war noch einer. Das sind diese Fragezeichen, die so gelb schimmern. Oder vielmehr so gelb blitzen oder wie auch immer. Entweder sind das Sternkreise oder es sind antike Tafeln. Eins von beiden. Aber ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich alles. Ist blöd, dass es keine Steam-Version gibt oder eine Ach nee, das ist ja eine Uplay-Version, merke ich gerade. Dass man da irgendwie nicht, ja, weiß ich nicht,
einen Gegenstand oder zumindest eine Meldung bekommt, aha, ich habe alles an Nebenaufgaben erledigt. Aber es sieht wirklich tatsächlich so aus, als hätte ich alles. Okay. Ich gucke mal nochmal auf Screen durch. Kann ja sein, dass ich was vergessen habe, weiß ich nicht. Boah, wie viele Waffen habe ich eigentlich? Alter Schwede, ey. Ich habe lange nicht mehr aussortiert. Ja gut, ich brauche ja auch keine Rohstoffe mehr. Schilder habe ich auch ein paar gesammelt. was wollte ich machen? Achso, ich wollte in Quest gehen. Und jetzt habe ich noch eine Nebenaufgabe. Und das ist die Beute der Phylakis. Die befindet sich irgendwo hier oben. Da. Da begebe ich mich aber schon mal hin. Und werde dann beim nächsten Mal auf jeden Fall da weitermachen. Das muss dieses traurige Fischerdorf sein, das die Phylakis erwähnt haben. Genau, und hier in diesem Fischerdorf geht's beim nächsten Mal weiter. Und irgendwann dann logischerweise auch mit der Hauptquest. Ah ja, die Klinge der Göttin. Aber erstmal machen wir die Phylakis-Mission. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss.